Hi. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Realität aus dem Leben von Simone und ihrer ADHS-Diagnose und ihrer ADHS. Und zwar, ja, habe ich beobachtet, dass in letzter Zeit doch sich wieder ein bisschen eingeschlichen hat, dass ich eben gerade wegen der Diagnose und weil ich jetzt so Tools habe und Medikamente etc., ich doch jetzt diesen neurotypischen Standards entsprechen muss. Natürlich denke ich das nicht bewusst, aber ich merke so, wie so dieser innere Pusher dann teilweise wieder hervorkommt. Und ich habe gedacht, ich teile das mal mit euch, weil vielleicht hilft es ja jemandem, das ein bisschen bei sich selbst zu erkennen und zu entdecken und ja, halt auch ein bisschen besser vielleicht damit umzugehen. Natürlich sind das einfach Erfahrungen von mir. Die Menschen sind alle unterschiedlich und ich maße mir nicht an, irgendwie die Lösung zu haben. Aber ich selbst habe auch immer sehr viel von anderen mitnehmen können. Auch auf YouTube schaue ich immer noch zahlreiche Videos. Nehmt euch, was euch hilft. Ja, und ich glaube, dieses sich selbst pushen, das kommt halt wirklich auch wieder von diesem Ableismus, der herrscht in der Gesellschaft, von diesem Bild von wie macht man etwas richtig, wie lebt man richtig, was heißt erwachsen zu sein. Also all diese Werte, diese festgeschriebenen Werte und Glaubenssätze und Regeln, die klingen einfach so in uns nach. Und ja, es ist halt teilweise einfach echt schwierig, uns da rauszunehmen. Und wir haben das halt alles auch internalisiert in uns. Wir haben teilweise auch unser halbes Leben gedacht, dass irgendwas nicht stimmt mit uns und wir darum diesen Standards nicht entsprechen. Und bei mir ist es oft so, dass ich mir dann einfach zu viel aufhalse. Also, dass ich finde, ja, ich muss da erfolgreich sein im Job, ich muss mich jeden Tag gleich konzentrieren können, überall, in meinem eigenen Business auch, ich muss immer gleich produzieren. Ich darf ja nicht irgendwie mal einen Tag müde sein oder ausgebrannt oder was auch immer. Und ja, und das führt dann eben genau zum Gegenteil. Dann habe ich eben keine gleichbleibende Energie mehr, sondern das geht dann irgendwie 2 Wochen gut und dann liege ich wieder für 3 Tage im Bett. Und das ist etwas, was ich für mich echt noch nicht so gelöst habe. Und ich teile das aber trotz meines Coach-Daseins doch auch wirklich gerne mit der Welt, weil ja, ich will niemandem was vormachen. Und in solchen Momenten versuche ich einfach wirklich mich zurückzuholen, mich ein bisschen rauszunehmen aus diesem Strudel und mich zu fragen, wo genau hätte ich mir ein bisschen mehr Raum einplanen dürfen, sollen, müssen. Was in dieser letzten Woche 2 hat mich denn eigentlich so viel Energie gekostet und weshalb? Und es einfach versuchen, ein bisschen anders zu machen in Zukunft. Und natürlich ist es nicht ein geradliniger Prozess, aber es hilft mir einfach schon sehr, ein bisschen das zu tracken und zurückzuschauen und einfach so diese Sachen zu finden, die mir am meisten Energie rauben, auch die Gründe und ja, wie ich das künftig verhindern kann. Ganz wichtig bei mir persönlich ist es, und es ist wieder so banal, aber eben doch nicht einfach umzusetzen. Ich habe gemerkt, dass ich mir einfach zu wenig Pausen einplane, generell in meiner Woche. Ob ich jetzt in meinem eigenen Business arbeite oder im Job oder überhaupt auch irgendwie in meinen Hobbys, weil offensichtlich können ja auch Hobbys irgendwie anstrengend sein. Und ja, und das habe ich mir jetzt vorgenommen, das künftig wieder ein bisschen mehr einzuplanen. Das Problem ist einfach, dass ich oft dann in diesen Pausen nicht entspannt bin, weil ich denke, oh, ich möchte jetzt da weitermachen, jetzt bin ich schon zu konzentriert. Und da bin ich jetzt ein bisschen dran, auch die Pausen zu gestalten, so dass ich nicht irgendwie nervös werde. Also ich gehe vielleicht raus spazieren, dann bin ich auch wieder fokussiert und kann weitermachen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist diese auch Akzeptanz, dass wir als ADHSlerinnen wirklich ein anderes Brain haben und wirklich anders funktionieren und dass wir irgendwo vielleicht auch andere Grenzen haben. Und dass wir das auch würdigen dürfen und unser Leben entlang unseren Bedürfnissen gestalten dürfen. Ich glaube, ich wiederhole mich da ständig, aber das ist auch so ein bisschen meine Mission, dass die Menschen ihr Leben so gestalten können, vor allem auch ihr Berufsleben, dass es ihnen gut geht und sie genügend Energie haben für ja den Rest ihres Lebens halt auch. Also bei mir ist es so, wenn ich weiß, ich habe irgendwie 1-2 Tage in der Woche, an denen ich irgendwas mache, was mich viel Energie kostet, dass ich dann halt auch die Tage sonst ein bisschen anders plane, mit ein bisschen mehr Freiräumen, so gut wie es geht halt. Ich weiß, wenn man Kinder hat und so, dann ist es nicht so einfach. Und mir auch kein schlechtes Gewissen zu machen deswegen, sondern mir vor Augen zu halten, dass dieses Pausen einplanen oder dieses nach Energie zu planen letztendlich
längerfristig dazu führt, dass das Leben einfach ausgeglichener ist und eben auch mehr möglich ist. Mehr Erfüllung, mehr Dinge, die mir Spaß machen und auch mehr Erfolg in meinem Business. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, weil ich glaube, für ADHSlerinnen ist es schwierig, weit in die Zukunft zu denken oder langfristig zu denken. Aber ich finde es ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass ein leerer, verpasster Tag eben ganz wertvoll ist für später, weil wir nachher unsere Energie haben für alles, was schön ist und auch für alles, was notwendig ist. Weiter habe ich auch angefangen, mir meine eigenen Standards ein bisschen zu setzen, mich zu fragen, was brauche ich wirklich, um mich gut zu fühlen, auch zum Beispiel in Sachen Haushalt und so. Wo setze ich mich unnötig unter Druck? Wo sage ich Ja zu Sachen, die ich nur aus People-Pleasing Ja sage? Da zu definieren, eben dazu sage ich jetzt nicht mehr Ja. Da sind Dinge, die ich wirklich mal auch verschieben kann um einen Tag. Das sind die Dinge, die ich für mich wirklich brauche, die ich priorisieren muss. Und das alles Work in Progress. Ich bin da auch in einer coolen Coaching-Mastermind-Gruppe, wo wir das gemeinsam auch ein bisschen entwickeln. Und was ich sagen möchte mit diesem ganzen Seelenstriptease, den ich da gerade wieder vom Stapel lasse, ist, es ist so wichtig, dass du anfängst, auf dich zu hören und dass du eben nicht wegen einer ADHS-Diagnose oder wegen deinen ADHS-Merkmalen das Gefühl hast, du müsstest dich jetzt korrigieren und normal werden, sondern diese Energie, die flöten geht, durch dieses Normalsein-Wollen zu nehmen und darin zu investieren, sich zu fragen, wo in meinem Leben und Arbeitsleben kann ich herumschrauben, so dass es mir grundsätzlich gut geht, dass ich einigermaßen ausgeglichen bin, dass ich das Gefühl habe, dass ich einen Fokus habe und dass ich auch das Gefühl habe, dass ich das mache, was mich erfüllt, das auch im Privatleben. Und dann wirklich das auch sichtbar zu machen, irgendwo aufzuschreiben. Immer wieder ein bisschen zu schauen, ob es in diese Richtung geht oder ob es auch wieder so ein bisschen abdriftet, was ja auch ein bisschen typisch ist für uns. Ob wir wieder in alte Muster zurückfallen. Ja, und eben auch wirklich sich gewisse Dinge zu verzeihen. Sich zu verzeihen, dass gewisse Dinge einfach anders ablaufen wegen unseres Gehirns, dass wir andere Wege brauchen und andere Lösungen brauchen, um bestimmte Ziele zu erreichen und sich das wirklich zu verzeihen, weil das hat überhaupt nichts mit Versagen zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass wir halt echt immer noch in einer sehr starren Gesellschaft mit starren Erwartungen leben. Und zu dem Ganzen gehört eben halt auch, dass wir gewisse Dinge auch für uns einfordern lernen. Also, dass wir auch lernen, eben loszulassen von gewissen Sachen, die uns wirklich nicht liegen und uns nicht gut tun. Und dafür andere Sachen embracen, die wir ein bisschen links liegen gelassen haben. Und auch eben die unangenehmen Gespräche vielleicht nicht scheuen, wo wir uns ein bisschen mehr abgrenzen oder um mehr Unterstützung bitten. Was mir ganz wichtig ist, es klingt manchmal so ein bisschen defizitär, wie ich spreche. Doch, das ist überhaupt nicht so gemeint. Ich habe eher einfach einen realistischen Blick auf Neurodivergenzen, ADHS. Ich bin weder Team, es ist nur eine Superkraft, noch es ist eine schlimme, schlimme Condition, wo irgendwie die ganze Welt untergeht. Für mich ist einfach klar, ADHS kommt mit vielen Herausforderungen, es kommt mit vielen Krämpfen und mit vielen Kämpfen auch, vielen Hindernissen von außen und das möchte ich nicht schönreden. Doch mit den richtigen Tools und mit dem richtigen Umgang damit können wir super erfolgreich sein, also so wie wir für uns erfolgreich definieren, können wir super ein erfülltes Leben leben. Doch es muss uns auch ermöglicht werden und wir müssen es uns auch ermöglichen können und bereit sein, gewisse Schritte zu machen. Für mich ist einfach wichtig, dass wenn ich mich wieder so treibe und mich so in Richtung neurotypisch sein jage, dass ich auch mal ein bisschen mit mir schimpfe und sage, hey, du darfst jetzt wirklich einen anderen Weg gehen. Du darfst wirklich die Sachen umsetzen, die für dich gut sind, auch wenn sie vielleicht weird sind oder anders sind als bei anderen. Und du darfst dir Pausen gönnen. Es hat nichts mit faul zu tun. Es hat nichts mit rausschieben zu tun in diesem Sinne. Natürlich, wenn Prokrastination krass wird, dann muss man schon das Ganze anschauen. Aber ich darf meine Energie achten und beachten und mein Leben so gut wie es geht danach gestalten. Und wie ich auch schon im letzten Video erwähnt habe, es hat nichts damit zu tun, Ausflüchte zu finden, warum man jetzt etwas nicht machen muss
oder nicht machen möchte. Das hat nichts damit zu tun. Und ich glaube, wir sind alle selbst genügend reflektiert, zu merken, wenn wir uns selbst in die Tasche lügen. Aber in den meisten Fällen geht es wirklich darum, dass wir mal wieder mit unserer Energie nicht so gut gehaushaltet haben. Und da geht es wirklich um Abgrenzung, Unterstützung. Und da geht es auch um das richtige Umfeld. Ja, so viel zu meinem sehr ungeskripten Monolog. Ich hoffe, dass ihr euch etwas daraus mitnehmen konntet. Und wenn ihr Fragen habt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ja, ich danke euch einfach fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und bis bald. Tschüss.